Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Meggert G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik. Ein auffälliges Zittern, eine gebückte Haltung und eine starre Mimik. Das sind die bekanntesten Symptome des Parkinson-Syndroms. Ich begrüße Sie herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Fenster zum Sonntag. Heute geht es bei uns ums Leben mit Parkinson. Eine Krankheit, die das Hirn angreift. Der Name hat sie von ihrem Entdecker, dem Arzt James Parkinson. In der Schweiz gibt es viele Menschen, die davon betroffen sind. Über 15'000. Oft hat man das Gefühl, es seien nur ältere Leute. Aber das stimmt so nicht. Melanie Flütsch ist gerade mal 30 Jahre alt, wo bei ihr die Krankheit ausbricht. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich links nicht mehr kann richtig drehen. Was Parkinson im Hirn genau auslöst, das frage ich den Dr. Chang. Und der Christoph Mühlberger fühlt sich plötzlich todkrank. Ich konnte nur noch ganz flach atmen, mich kaum mehr bewegen. Aber zuerst zu Melanie Flütsch. Sie gehört wie der bekannte Schauspieler Michael J. Fox zu den Menschen, die schon in jungen Jahren an Parkinson erkrankt sind. Frühstückszeit im Altersheim Turmhus in Uetendorf. Die 42-jährige Melanie Flütsch arbeitet hier als Betreuerin. Dass sie diese Stelle bekommen hat, ist für sie alles andere als selbstverständlich. Man hat also das Gefühl, da kannst du nicht mehr gebraucht werden. Oder? Irgendwie, ja. Und dass ich hierher da gekommen bin, das ist genial. Für mich ist das eben zu wissen, ich kann noch etwas tun, mehr kann man noch brauchen. Also für das Selbstwertgefühl sehr gut. Das Parkinson-Syndrom ist unheilbar. Im Gehirn sterben fortschreitend Nervenzellen ab. Seit 5 Jahren lebt Melanie mit dieser Diagnose. Noch geht es ihr gut. Das ist ein bisschen meine Taktik. Ich schaue einfach nicht in die Zukunft, ich schaue heute. Weil ich denke, wenn ich da schaue, weiterführe, dann sehe ich ja nicht, was jetzt heute ist. Ich kann den Tag einfach heute nicht geniessen. Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen wie ein Verdrängen. So. Und, ja, aber Angst macht es mir nicht. Aber heute ist Sonne, die nehmen wir. Sie geht offen mit ihrer Erkrankung um. Das hilft ihr, wenn sie bei der Arbeit an Grenzen kommt. Wenn ich Tage habe, was schlechter ist, dann bin ich langsam und die Schalpe manchmal wirklich so. Dann ist einfach die linke Seite schwach, aber ich kann wirklich alles machen. Und dann muss ich vielleicht Hilfsmittel irgendwie nehmen, wie ein Kärrchen, für morgen ins Zimmer zu bringen oder so. Aber es geht wirklich immer. Melanie ist der Goldschatz vom Team, weil sie ist sehr spontan, ist natürlich. Von dem her schätzen wir Melanie natürlich sehr. Und die Bewohner haben sie natürlich von ihrem Ort her, ihrem positiven Ort her, aber sehr gerne. Nehmen wir sie also schon da? Ohne Medikamente könnte Melanie nicht arbeiten. Sie wäre unbeweglich und steif. Manchmal wirken die Präparate jedoch nicht so lange wie erwartet. Das nervt mich nachher, weil ich weiss, es ging gut bis 10-12 Uhr, als ich arbeite. Es würde eigentlich durchmögen. Und manchmal ist es um 10:30 Uhr wie ein Loch. Das ist eine Herausforderung. Sie weiss noch genau, wie alles anfing. 2002 bemerkte sie, dass mit ihrem Arm etwas nicht stimmt. Damals war sie gerade mal 30 Jahre alt. Ich habe im Kindergottesdienst oder einfach in der Gemeinde habe ich immer Kinderlieder vorzeigt, so mit diesen Bewegungen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich links nicht mehr kann richtig drehen. Und plötzlich habe ich beim Walken gemerkt, dass links der Fuß auch nicht mehr, dass ich den nicht mehr schön abrollen kann. Und dann habe ich angefangen, eben zu schalpen. Sie hat keine Schmerzen und schenkt darum den Beschwerden weiter keine Aufmerksamkeit. Als sie nach einiger Zeit ihren Fuß immer noch nicht wieder abrollen kann, lässt sie sich von einem Physiotherapeuten durchchecken. Werner Naftzger fallen die ungewöhnlichen Symptome auf. Wir haben es untersucht und dann relativ schnell gesehen, dass es nicht nur ein Knieproblem, wie der Hausarzt zuerst gemeint hat, sondern dass es einfach mit einer neurologischen Erkrankung zu tun hat. Sie hatte auch einen Rigor auf der linken Seite. Das ist so eine Einstiefung oder eine Versteifung in der Bewegung. Und da hat sie auch Tremor gehabt. Tremor ist, wenn man den Fuß zum Beispiel passiv schnell bewegt und es nachher also eine Gegenbewegung gibt, also so ein Zurückschlagen.
Versuch mal, ein bisschen länger. Werner Nafzger rät ihr zu neurologischen Abklärungen. Seine Vermutung bestätigt sich. Melanie hat das Parkinson-Syndrom. Einmal in der Woche kommt sie seitdem zur Therapie. Die Physiotherapeutin arbeitet gezielt an Melanies Schwächen. Dass sie lernt, besonders auf ihrem linken Bein, wo sie Mühe hat, das Gleichgewicht zu halten, während sie mit dem rechten eigentlich eine Bewegung ausführt. Dass sie durch das Sicherheit gewinnt, auch im Alltag, wenn sie muss so ähnliche Sachen machen muss. Ich bin sehr froh für die Physio. Das ist wirklich etwas Geniales. Weil manchmal gibt es so Tage, wo man wirklich extrem steif ist so, und wirklich unbeweglich. Oder wenn Anita eben auch so Bewegungen macht oder das Durchbewegen, ist das wirklich sehr gut. Also mir hilft das sehr dann im Alltag. Melanie hat ein Faible für schöne Dinge. Es macht ihr Freude, Haus und Hof dekorativ zu gestalten. Ihr Mann Martin unterstützt sie dabei. Als sie 2009 die Parkinson-Diagnose erhält, ist das für beide ein Schock. Gerade hat Martin eine schwere Krebserkrankung an der Zunge überstanden. Also schon dann, als ich krank geworden bin, haben wir am Anfang gesagt, wir wollen die Frage, warum, wollen wir gar nicht stellen. Wir wollen vielmehr die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Situation, wie gehen wir damit um? Was wir auch immer wieder erfahren, es hat so schlimm getönt, auch eben jetzt bei dir, gell, was dann alles kommt und wie die Therapien wirken. Wirklich schlimm. Aber jetzt müssen wir erfahren, eben, dass wir wie wirklich total sind getragen worden, dass es einfach nicht so schlimm war mit Gott an der Seite. Mit Gott an ihrer Seite hat sie in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht. Das hilft auch, diese Diagnose anzunehmen. Besonders an Tagen, wenn es ihr nicht so gut geht. Manchmal eben, sage ich dann schon, ja, einfach, ich kann nicht mehr. Das, oder irgendwie fast ein bisschen wie, es scheisst einfach an, oder, wenn man nicht, ja, wenn man einfach nicht mehr so frei ist. Es ist wie eben eine Blockade. Und dann suche ich mir dann etwas Positives. Suche. Ich lese eine Bibel mit den Psalmen oder sonst einfach Sachen. Oder eben höre irgendeine Online-Predigt. Und das hilft sehr. Das gibt einfach wieder andere Gedanken. Sie beschließen, jeden Tag bewusst zu genießen. Trotz aller Unsicherheit blicken sie hoffnungsvoll in die Zukunft. Ja, es ist irgendwie eine Hoffnung da, auch, ja, dass da noch Änderungen stattfinden. Mhm. Und wieso nicht auch bei uns in unserem Leben? Also, ja, wir wollen dort einfach offen sein, was Gott in unserem Leben noch will bewirken. Wir wollen ihn im Zentrum haben und wirklich nicht die Krankheit. Jeden Tag trainiert Melanie auf ihrem Trampolin. Das verbessert Koordination und Körperhaltung. Damit sie das gefahrlos kann, hat sich Martin etwas ausgedacht. Ich habe eine Stütze gebastelt, eigentlich ganz einfach, mit der Dachlatte und einem Besenstiel, dass sie sich daran haben, weil das Gleichgewicht ist schlechter geworden. Und so ist eigentlich relativ einfach, ist etwas Wirkungsvolles gemacht. Parkinson ist eine fortschreitende Erkrankung. Im Verlauf werden die Symptome immer ausgeprägter. Die Betroffenen brauchen zunehmend Hilfe. Ich wäre einfach unsicher. Es ist irgendwie blöd, du kannst ja nichts umheben. Hier weiss ich einfach, eben, ich kann heben und ja, es passiert einfach nichts. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, als mein Mann da so eine Konstruktion hat gemacht, extra für mich. Und ja, ich wollte einfach so lange wie möglich beweglich bleiben. Sandra und Patrick Wenger kommen zu Besuch. Auch Patrick lebt mit dem Parkinson-Syndrom. Die beiden Paare treffen sich regelmäßig. Das hilft, wenn man zum Beispiel Fragen hat, auch wegen der Medikamente. Wir fragen einfach, wie ist es, wie hast du Erfahrungen gemacht? Oder ist es immer noch gleich? Oder ja, irgendwie so. Das, also jetzt von den Medikamenten her finde ich es auch noch interessant. Oder auch sonst einfach. Wir können wirklich hier ganz frei austauschen. Wir wissen, hier wird man wirklich verstanden. Musst du schnell lesen. Das Ziel ist sicher auch ein bisschen ablenken. Also, dass wir eben nicht unbedingt über die Krankheit reden, sondern
Wir schauen zum Beispiel irgendwie auf YouTube lustige Filme, wo wir zusammen lachen können. Dass wir zusammen lachen können, ein bisschen doch ein bisschen ablenken. Ja. Patrick war von der Krankheit schon stark gezeichnet. Er hatte ständige Krämpfe, Schmerzen und starkes Zittern. Ihm wurde ein Hirnstimulator implantiert, der die Symptome deutlich mildert. Es ist auf und ab gegangen, manchmal ist es mir gut gegangen, manchmal ist es mir schlecht gegangen. Das ist praktisch unplanbar geworden, das Leben. Und er hat wahrscheinlich dadurch nicht richtig arbeiten können. Nicht, dass ich nichts machen konnte, aber dadurch, dass man nicht planen kann. Ich hatte einen Plan, so etwa 3 Stunden. Wenn es eine Stunde ist gut gegangen, habe ich nicht gewusst, dass es 2 Stunden geht. Und da kann man überhaupt nicht planen. Und jetzt ist so, das Ganze geht sehr gut und stabil. Also für mich ist ganz klar ein absolut wiederfindendes neues Leben. Genauso wichtig wie der Austausch sind für sie gemeinsame Unternehmungen. Zusammen besuchen sie einen Tanzkurs für Parkinson-Betroffene. Tanzen ist gesund, fördert das körperliche Wohlbefinden und setzt Glückshormone frei. Empfinden tun wir das Bewegen zur Musik alle gleich. Aber bei Parkinson-Patienten, die sehr oft auch unter Depressionen leiden, ist das natürlich noch ein doppelter Pluspunkt in so einem Tanzkurs, wenn sie sich bewegen zur Musik bewegen und sich dann viel besser fühlen am Ende der Stunde, als wo sie sich auch. Tanzen wirkt sich positiv auf die typischen Einschränkungen der Krankheit aus. Man merkt schon nach relativ kurzer Zeit, dass sie in eine aufrechtere Haltung hineinkommen, dass sie schon während der Stunde sieht man, wenn sie anfangen korrigieren, wie die Fußspuren breiter werden, wie sie sicherer werden im Gang. Und für mich ist das ganz klar eine Sturzprävention, die ich ihnen da mitgeben kann. Man wird ein bisschen beweglicher, das stimmt. Es braucht Zeit, es kann nicht von heute auf morgen passieren. Hauptsächlich ist Fitness für mich. Ich bin danach richtig positiv erschöpft. Ich habe jetzt seit 26 Jahren Parkinson. Und komme gut Schlag mit dem, durch das dass ich immer bewegen. Mit Musik können Bewegungsblockaden, sogenannte Freezing-Episoden, übersprungen werden, weiss die Tanzlehrerin. Es hilft, wenn sie eben einen Rhythmus spüren. Schnelle Musik hilft auch noch viel mehr, für solche Sachen können zu überwinden. Die harmonischen Bewegungen zur Musik haben therapeutische Wirkung, die im Alltag nachklingt. Musik sage ich sowieso sehr gerne. Und das beschwingt einfach. Und man hat das Gefühl, plötzlich, man kann doch wieder etwas fließender laufen. Das habe ich wirklich im Alltag auch, habe ich ein paar Mal das gedacht. Ja, wirklich etwas mitnehmen, sehr, ja, so von der Wirklichkeit her. Tanzen, das nie gemacht vorher. Und das hat gefällt. Einfach das Bewegen zur Musik hat mich super gedacht. Wir tun jetzt so zwischen daheim, wenn ein gutes Lied im Radio läuft, dann tun wir zusammen tanzen kurz. Ja. Seit 5 Jahren lebt Melanie nun mit der Diagnose Parkinson. Für ausgedehnte Wanderungen reicht ihre Kraft bereits nicht mehr. Dafür verbringen sie mehr Zeit rund ums Haus. Heute hilft ihr die Mutter bei der Gartenarbeit. Ich denke, vielleicht auch schöne Tage, ich werde jetzt auch im Garten irgendetwas machen. Und ich kann einfach nicht. Trotz Medikamenten und allem, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Da ist man einfach steif wie Brokkoli und ist, ja, geht gar nicht mehr. Aber am nächsten Tag kann man es dann wieder machen. Aber wenn es vielleicht eben gerne hat erledigt oder so, ist es super, wenn man so gute Leute hat wie eben mein Mann oder meine Mom, die dann einfach helfen. Dass sie zunehmend Hilfe annehmen muss, fällt ihr nicht leicht. Mühe macht ihr auch, dass der Alltag mit Parkinson unplanbar geworden ist. Es gibt schon manchmal so ein bisschen wie eine Wut, nicht auf Gott, weil ich glaube nicht, dass das von ihm ist. Im Gegenteil ist mein Freund der, der mir wirklich hilft bei solchen Situationen. Ich kann zwar meine Wut eben rauslassen und sagen, hey, normal, es ist furchtbar, aber ich muss einfach das Programm ändern. Man darf nicht mehr so stur sein und nur das machen, was man sich vorgenommen hat. Flexibel sein. Mm. Gott hat uns auch nicht das Paradies auf der Erde versprochen, aber er hat versprochen, mit uns durch gute und schlechte Zeiten zu gehen. Das ist unsere Hoffnung und das dürfen wir auch erleben.
2014 ist ein Europasjahr vom Hirn. Zahlreiche Veranstaltungen sollen darum über die Hirnforschung und das Phänomen des Gehirns informieren. In Freiburg habe ich das Brain Festival besucht und mir vom Projektleiter Dr. Chang erklären lassen, was Parkinson im Hirn auslöst. Jetzt haben wir hier ein farbiges Riesenhirn hinter uns. Für was stehen denn die verschiedenen Farben? Jede Farbe steht für eine bestimmte Funktion oder eine Funktionsgruppe vom Grosshirn. Zum Beispiel im Präfrontalkortex, das ist der gelbe Bereich, ist verantwortlich für Persönlichkeit, Planung, auch die einzelnen Charakterzüge. Und wenn jetzt jemand an Parkinson erkrankt ist, welcher Bereich ist da betroffen? Das ist ein Bereich oberhalb des Hirnstamms, die sogenannte Substantia nigra. Und dort sind Zellen, die Dopamin produzieren. Und die sind bei Parkinson betroffen. Die Zellen der Substantia nigra die sterben ab. Die Produktion von Dopamin wird reduziert. Und das führt dazu, dass die Betroffenen Bewegungsstörungen haben. Euer Brain Festival ist sehr interaktiv aufgebaut. Man kann verschiedene Sachen selber spüren und erleben. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe hier zwei Händchen vorbereitet, in denen können Sie mal anziehen. In denen ganz feine Drähtchen verwoben sind. Oh oh. Durch die Händchen fließt noch ein leichter Strom. Und der Strom wird dann ein sogenannter Tremor, wie man bei Parkinson vorfindet, simulieren. Mhm. Das heisst Zittern? Das Zittern, genau. Jetzt drehe ich es etwas auf. Spüren Sie schon ein leichtes Kribbeln? Also fast ganz wenig. Das ist gut. Jetzt drehen wir einfach aufdrehen. Wenn es jetzt wehtun würde, sagen Sie Stopp. Dann schreie ich. Genau. Geht immer noch gut. Sehr unangenehm. Können Sie dann noch etwas trinken? Versuchen Danke zu trinken. Vielmals. Oh ja, das schüttelt wie verrückt. Vielleicht haben wir es nicht ganz einfach. Mm. Ein unangenehm. Ein bisschen unangenehm, ja. Gut, ich würde Sie nicht mehr weiter plagen damit. Danke, ich stelle Sie wieder mal ab. Sie müssen sich halt vorstellen, die Parkinson-Patienten haben das permanent. Das ist wirklich noch eindrücklich. Ja, man kann sich vorstellen, dass das recht einschränkend ist, oder? Wenn ist man dann so Tag und Nacht mit dem muss leben. Ja. Was kann man denn machen gegen die Krankheit oder was hilft dann den Patienten? Was man heutzutage macht, sind Medikamente nehmen oder man muss auch andere Therapieformen anwenden, wie zum Beispiel tiefe Hirnstimulation. Das ist eine Art Herzschrittmacher fürs Hirn. Wir haben Ihnen ein Modell, das wir gerne anschauen können. Ist jetzt das Modell, das Sie gesagt haben? Richtig, das ist jetzt das Modell für die tiefe Hirnstimulation. Man sieht jetzt hier unten das Kästchen, das den Stromimpuls gibt. Mit der Batterie, das wird unter die Haut transportiert. Dann verlaufen hier zwei Drähtchen unter die Haut. Und oben bei der Schädeldecke wird das implantiert. Das muss in einen ganz bestimmten Bereich implantiert werden. Das ist eigentlich eine heikle Operation. Die Elektroden müssen ganz genau platziert werden. Je nach Ausprägung von den Parkinson-Symptomen. Es kann unter anderem zu ungewünschten Nebenwirkungen kommen, wie Sprachstörungen. Das kann dazu führen. Aber das tut man im Vorhinein gut abklären. Und das kann man zum Teil oft auch direkt bei der Operation beobachten. Der Vorteil ist, dass man einerseits nicht mit Medikamenten reingehen muss, sondern da arbeiten wir mit Strom. Und die Leute sind zufrieden in dem Sinn, dass viele Symptomatik von Parkinson verschwindet. Weiss man dann, was die Ursache ist, dass jemand Parkinson überkommt? Es gibt genetische Komponenten, die das Risiko erhöht, an Parkinson zu erkranken. Das heisst nicht, dass man Parkinson muss bekommen muss. Was wichtig ist zu sagen, ist, dass die Lebenserwartung mit Parkinson eigentlich die gleiche ist wie ohne Parkinson. Danke vielmals, Herr Dr. Chang, dass Sie sich Zeit genommen und dass Sie uns den Einblick gegeben haben. Bitte, gern geschehen. Parkinson ist tückisch. Der Verlauf ist sehr individuell. Es gibt sogar den Satz, dass jeder sein ganz eigenes Parkinson hätte, weil die Symptome so unterschiedlich auftreten. Der Christoph Mühlberger war 55, wo bei ihm die Krankheit ausgebrochen ist. Die Heiligholzbrücke bei Münchenstein. Früher sind Tessa und Christoph Mühlberger regelmäßig hier vorbeigelaufen. Jetzt spazieren sie nur noch selten entlang der Birs. Ja, ich kann heute halt nicht mehr so lange Spaziergänge machen, weil ich einfach sehr schnell müde werde. Es ist sehr anstrengend. Das Laufen, die Koordination ist sehr anstrengend.
Das andere ist eben auch, dass die Leute einem so den anstarren und oft denken sie dann, ja, sie betrunken und so. Und das tut mir einfach weh, weil ich ihn liebe und weil ich Mühe habe, dass man ihn so anstarrt. Angefangen hat alles vor knapp 5 Jahren. Tessa Mühlberger bemerkt, dass ihr Mann plötzlich ein Bein nachzieht und mit gebeugtem Oberkörper läuft. Dann ist mir das Gesicht aufgefallen, oder, dass es so wie versteinert ist. Und dann habe ich auch gemeint, eben, ist etwas, du schaust so hässig. Ja, dann, nein, es ist alles in Ordnung. Und ich, ja, bist du sicher? Und dann, ja, ist alles gut. Als dann seine Hand zu zittern beginnt, geht er zum Arzt. Die Diagnose: Parkinson-Syndrom mit schnellem Verlauf. Ich vergleiche es dann immer mit einer Zwangsjacke. Oder? Also die Bewegungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn ich jetzt nicht gottgläubig wäre, dann wüsste ich auch nicht, was ich machen würde. Dann würde ich wahrscheinlich auch verzweifeln daran. Vieles hat sich seit Beginn der Erkrankung geändert. Früher haben sie gemeinsam einen Antiquitätenladen geführt. Jetzt verbringen sie die meiste Zeit zu Hause. Also die krassesten Veränderungen sind sicher, dass ich eben einen grossen, starken Mann geheiratet habe, wo mich konnte auf Händen tragen, die ganze Nähe eben, auch viel zusammen laufen. Wir waren so viel unterwegs gewesen, das ist jetzt alles nicht mehr möglich so. Auch so eine gewisse Intimität ist auch nicht mehr gegeben. Die Frage, warum gerade Christoph krank wurde, beschäftigt sie. Wieso lässt Gott das gerade bei ihm zu? Weil er ist so ein wunderbarer Mann, Ehemann, Vater und einfach so treu in allem, was er tut. Wieso er gerade so eine schwere Prüfung jetzt gekriegt hat. Und zeitweise hatte ich schon auch Unverständnis und bin hässig. Ich habe einen Hintergrund, wo ich schon über 35 Jahre mit Gott eigentlich vertraut bin, unterwegs mit ihm gegangen, also so viel Gutes erlebt, dass ich eigentlich eins mit Sicherheit weiss, er macht keine Fehler. Und das war etwas von mir vom Wichtigsten eigentlich, was mir auch dort Halt gegeben hat. Parkinson-Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden. Heute hält Christoph diese Zeiten genau ein. Zu Beginn der Erkrankung war das ganz anders. Es war nicht so, dass ich am Anfang gedacht habe, dass das eine Sache zwischen Gott und mir ist, dass er mir wiederherstellen und heilen will. Und auf diesem Grund habe ich eigentlich auch gesagt, ich will auf Medikamente verzichten. Und da bin ich eines Besseren belehrt worden. Es ist mir dann wirklich rapid, schnell, schlechter gegangen. Am Schluss bin ich eigentlich so wirklich so weit gesehen, dass ich mich kaum mehr konnte bewegen. Also ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen. Es war keine Lage mehr bequem gewesen. Er hat starke Schmerzen, kann kaum mehr atmen. Sein Körper wird von Krämpfen und Zittern geschüttelt. Mit der Zeit war es so schlimm, also das ganze Wackeln. Wir haben nicht mehr können zusammen auf dem Sofa sitzen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Weil ich bin immer ständig am Umgumpen. Wir haben es nicht mehr können die Hand geben, weil ich automatisch dann auch in die Schwingungen reingekommen bin. Erst als sein Zustand lebensbedrohlich wird, lässt er sich in einer Klinik behandeln. Dort wird er medikamentös eingestellt. Die Medikamente mildern die Symptome. Sein Körper kann sich etwas erholen. Seitdem geht er regelmäßig zur Physiotherapie. Bei einem vorgeschrittenen Parkinson ist es so, dass er natürlich das typische Gangmuster eingenommen hat und immer in einer dauernden Anspannung ist. Gerade beim Herrn Mühlenberger ist es so, dass er eine totale Überlastung hat von seinen Gelenken und von seinen Muskeln, was ihn sehr, sehr beeinträchtigt. Was ihm im Moment wirklich am meisten hilft, wenn man ihn passiv durchbewegen, wenn man ihn dehnen und dass man auch versucht, dass man die Muskelspannung auch runterbekommt, dann kann er eigentlich meistens nach der Therapie einfach viel besser laufen, was ihm eine bessere Lebensqualität gibt. Trotz Medikamenten und Therapie, geblieben ist ihm das starke Zittern. Das ist so, wie du ferngesteuert bist. Zappeln wir so wie ein Pinguin, oder? Und dann schauen wir dich alle blöd an.
eigentlich sonst, die ganze Person ist eigentlich ruhig, nur die Hände flattern. Christoph hat früher in einer Band gespielt, das geht heute nicht mehr. Dieses Lied hat er selbst komponiert. Erst seit kurzem kann er wieder selbst Musik machen. Vor allem auch singen ist nicht möglich, weil ich einfach den Druck nicht mehr aufrechterhalten konnte vom Zwerchfell her. Und das ist jetzt eigentlich alles durch die Medikamente wieder möglich, das ist schon toll. Ja. Jeden Samstag trifft sich Christoph mit Menschen aus verschiedenen Basler Kirchen, um für Passanten zu beten. Und auf einer Skala von 1 bis 10. Wir möchten Jesus bekannt machen unter den Leuten. Und wir haben realisiert, wir sollen die Predigt, aber auch die Kranken heilen. Obwohl wir das ja nicht können, aber Gott will durch uns heilen. Wir können es zur Verfügung stellen, Hand auflegen und Gott wirkt. Und das macht uns Freude. Dass Beschwerden besser werden, wenn für Menschen gebetet wird, hat er schon oft erlebt. Das Bein, ich konnte gar nichts machen. Ich war beim Arzt, der hat es gestreckt, das ging nicht raus. Jetzt fühle ich eine Leichtigkeit drin und auch nicht mehr. Also dieser Schmerz, der so beim Stehen schon entstanden ist. Christoph glaubt daran, dass auch er wieder gesund werden kann. Es ist einfach eine Frage von der Zeit. Jetzt müssen wir halt geduldig warten, bis der Zeitpunkt kommt. Medizinisch gesehen gilt das Parkinson-Syndrom als unheilbar. Im Gehirn sterben fortschreitend Nervenzellen ab. Sprach- und Bewegungsstörungen nehmen zu. Wie sich die Krankheit bei Christoph Mühlberger weiterentwickelt, ist ganz offen. Gesundheit kann wegfallen, Attraktivität kann wegfallen. Und am Schluss denke ich, ist einfach wichtig, die innere Beziehung, die man hat zueinander. Wir sind schon über 30 Jahre geheiratet, haben voneinander geschworen, in guten und in schlechten Zeiten. Logisch will niemand schlechte Zeiten, das sucht man sich nicht aus. Aber die gibt es eben auch. Ich merke so von der Beziehung her, eben, hat sich vieles geändert. So, aber Herz zu Herz sind wir einander noch näher gekommen. So. Ein Buch, das Melanie Flütsch und ihrer Familie Mut gemacht hat, ist «Lebe jetzt» von Joel Astin. 10 Exemplare verlosen wir. Wenn Sie eins möchten, dann beantwortet Sie folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. Welches Organ wird bei Parkinson geschädigt? Nächste Woche geht es beim Rudi Josoran um das Thema 50 plus und arbeitslos. Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder, dann mit Geschichten, wo etwas gerade noch mal gut gegangen ist, sprichwörtlich knapp geschafft. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ade und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten, und Merget G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik.